Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute soll es ja darum gehen, dir fünf Gedanken mit auf den Weg zu geben, wie du ja dich ja zu einer Eigenmarke machen kannst, wie du ja deine Eigenmarke dementsprechend aufbauen kannst. Lass uns gleich loslegen. Im ersten Schritt ist, dass du erstmal herausfindest, was ist deine Leidenschaft, ja, wofür brennst du wirklich? Und das, ich weiß, das hört man so oft, aber weißt du, eine Eigenmarke aufzubauen, so dass Menschen ja dich kaufen, dass sie zu dir kommen, ja, um deine Produkte, deine Dienstleistungen zu erwerben. Das ist nichts, was man einfach jetzt mal 14 Tage macht und dann eine Weile nicht mehr, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das ist das, was du Tag für Tag, Tag ein, Tag aus tun musst. Und wenn du etwas Tag ein, Tag aus tun solltest, ja, dann ist es wichtig, dass es zu dir passt, dass das du bist, dass du dich nicht verstellen musst, dass du so bist, wie du bist. Das ist gleich der nächste Punkt. Sei authentisch, aber da komme ich gleich noch drauf. Und das schaffst du nur, wenn du das für etwas tust, ja, wo, ja, wofür du brennst. Ja? Also finde deine Leidenschaft, was sind deine Visionen, was sind deine Ziele, welche Werte willst du vertreten, wie willst du sein, ja? Wer bist du, wofür willst du wahrgenommen werden. Also finde deine Leidenschaft und, das mach, und wenn du das Ganze dann, wenn du denkst, du hast deine Leidenschaft gefunden, dann teste das Ganze, indem du dich einfach fragst, okay, weiß ich auf dem Gebiet mehr als andere, ja, dann weiter und dass du einfach mal in den Spiegel schaust und dich fragst, hey, ist es wirklich meine Leidenschaft? Und wenn du das alles mit Ja beantworten kannst, ja, dann hast du deine Leidenschaft gefunden und kannst dann dementsprechend ja die nächsten Schritte einleiten. Der zweite Gedanke dazu, sei authentisch. Wie schon eben erwähnt, du baust deine Eigenmarke nicht in einer Woche auf, sondern es wird dich, selbst wenn dann die Marke steht, ja, willst du das Ganze ja am Leben erhalten. Das heißt, es wird ein lebenslanger Prozess sein und dementsprechend ja, kannst du das auch nur durchziehen und durchhalten, wenn du dich nicht verstellen musst, wenn du wirklich so bist, wie du bist. Und deswegen sei authentisch, sei du selbst, ja, in Sprache, Kleidung, Art und Weise. Ja, die Menschen wollen sich von dir einen Eindruck machen, sie wollen wissen, ob du der Richtige für sie bist, um mit dir zusammenzuarbeiten. Also verstell dich nicht, du wirst es sowieso nicht durchhalten können und dementsprechend ja, sei du selbst, bleib bei dir, spiel niemandem was vor, das musst du gar nicht, weil du bist gut so, wie du bist. Dann dritter Gedanke dazu, positioniere dich. Ja, positioniere dich innerhalb deiner Nische, ja, finde heraus, wer deine Zielgruppe ist, wer dein Zielkunde ist, wer der optimale Kunde für dich ist, kannst du anhand von einem Kundenavatar sehr, sehr schön machen. Und dann, also zum Thema Kundenavatar habe ich hier auf dem Kanal bzw. auf meinem Blog dementsprechend auch schon ja, weiter tiefergreifende Informationen bereitgestellt, kannst du dir einfach dann dementsprechend reinziehen, einfach die Suchfunktion nutzen und ja, positioniere dich und kommuniziere das auch nach außen. Ja, das kommuniziere klar, ja, für was du stehst, wer du bist, und positioniere dich eben halt so, wie du wahrgenommen werden willst. Und dementsprechend wirst du dann auch die richtigen Menschen ja in dein Leben ziehen. Dann der vierte Gedanke, erschaffe guten Content. Ja, Content kann also guter Content, das ist ja immer so ein relativer Begriff, ja. Was für den einen zu wenig ist, ist für den anderen genau die Info, die er jetzt gerade braucht. Aber was verstehe ich unter gutem Content? Einfach indem du ja wirklich aus deinem tiefsten Inneren heraus bereit bist, anderen Menschen zu helfen. Ja, dann wirst du auch in der Regel guten Content liefern. Guter Content kann sein, dass du Tutorials erstellst, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man Videos zum Beispiel, wie man gewisse Dinge tut, ja. Es kann aber auch Entertainment sein, ja. Es kann einfach sein, dass du Menschen amüsierst, dass du, ja, Menschen Freude bereitest, Menschen zum Nachdenken bringst, Menschen inspirierst. Also verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass du einfach die Menschen an deinem Leben teilhaben lässt und das interessiert die Menschen dann, ja. Also Mehrwert kann man auf verschiedene Arten liefern, aber wichtig ist, dass du halt herausfindest, was in deiner Nische dann dementsprechend der Mehrwert ist und diesen dann eben auch nach außen transportierst. Und dann der fünfte Gedanke dazu, bau dir einfach deine Community auf, ja, und das ist harte Arbeit. Geh her,
Ja, kommuniziere mit den Menschen. Ja, antworte, bring dich in Diskussionen ein, zum Beispiel in verschiedenen Gruppen, wenn Fragen gestellt werden. Gehe auf diese Fragen ein, hilf dadurch, indem du diese Fragen beantwortest. Ja, die Menschen werden das registrieren und werden dann auch schauen, hey, was macht denn die Person eigentlich beruflich? Ja, die werden sich auf deiner Webseite umschauen. Dementsprechend bau deine Community auf und hier einfach mein Tipp, versuch das möglichst persönlich zu machen. Ja? Nicht irgendwelche Dinge outsourcen, sondern wenn du eine Anfrage bekommst, dann sei es per Telefon, per E-Mail. Ja? Schau einfach, dass du persönlich antwortest, dass du persönlichen Kontakt zu den Menschen pflegst. Ich bin vor einiger Zeit dazu übergegangen, immer so Kennenlerngespräche zu führen, einfach damit ich weiß, wer ist denn jetzt auf meiner Liste, wer ist denn das in meinem Netzwerk? Ja, einfach mit den Menschen mal in Kontakt zu kommen, mit den Menschen gesprochen zu haben, welche Bedürfnisse haben sie, welche Probleme haben sie, wo kann ich helfen, wo kann ich nicht helfen, wo kenne ich jemanden, der helfen kann? Ja, und das ist Beziehungsaufbau, das ist Community-Aufbau. Und wenn du für die Menschen da bist, ja, weil du jemand bist zum Anfassen, ja, dann wird sich dein Netzwerk vergrößern, ja, das wird sich rumsprechen, du wirst bessere Ergebnisse erzielen, du wirst mehr verkaufen und darum geht es, gerade in der digitalisierten Welt, ja, bei allen Vorteilen, wo diese Digitalisierung mit sich bringt, dürfen wir eins nicht vergessen, am Ende oder auf der anderen Seite befindet sich immer ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut. Und Menschen brauchen Menschen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ja, natürlich gibt es Branchen, da ist es ein bisschen weniger, in anderen Branchen etwas stärker. Aber Menschen brauchen Menschen. Und ja, das soll jetzt auch gleichzeitig das Schlusswort gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze war für dich ja hilfreich. Das waren meine 5 Gedanken zu dem Thema, wie du dir ja deine Eigenmarke aufbauen kannst. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde ich mich persönlich freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback gibst in Form von einem Daumen hoch, einem Kommentar unterhalb des Videos beziehungsweise auf dem Blog. Wenn du meinen Kanal abonnierst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Ja, das sind alles Dinge, die mir einfach das Feedback geben. Ja, das macht Sinn, was ich hier tue, und es hilft euch weiter. Ja, und wenn ihr Fragen habt, ja, dann schreibt mir eine E-Mail oder am besten nutzt ihr die Kommentarfunktion, stellt dort eure Fragen, lasst mich an eurem Leben teilhaben und ja, ich helfe euch gerne bestmöglich weiter, ja, wo ich euch dementsprechend dann auch helfen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Ich freue mich, von dir zu hören. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.